Konnichiwa! Zuallererst möchte ich mich entschuldigen, dass schon so lange nichts Wirkliches auf diesem Kanal kam, obwohl er neu ist. Ich habe vor, ja mit euch ein bisschen Japanisch zu lernen, so das, was ich schon kann. Allerdings wird es noch ein klein wenig dauern, weil ich in meinem Konzept hier oben mir vorgestellt habe, dass ich mir zwei Figürchen ausdenke, die auf ein Blatt Papier bringe in irgendeiner Art und Weise. Und damit dann so Dialoge und so ein bisschen was gestalten werde. Also so wie so zwei Maskottchen in Anführungsstrichen, die mir einfach helfen, euch das, was ich sage, näher zu bringen. Aber meine Zeichenskills sind etwas eingerostet. Ich habe jetzt Rohskizzen schon auf dem Papier. Ich habe mir jetzt auch Marker bestellt, um die hübsch zu kolorieren. Die müssen aber auch erst kommen. Also verzeiht mir, Gominasai, wenn es noch ein bisschen dauert. Aber es wird kommen. Heute möchte ich euch aber schon mal die ersten Bücher vorstellen, mit denen ich angefangen habe, Japanisch zu lernen. Weil ich habe das ganze Jahr im Selbststudium zuerst probiert, was auch geht. Aber wenn man natürlich einen Ansprechpartner hat, so wie ich jetzt in meinem VHS-Kurs, ist das Ganze ein bisschen einfacher. Und ein Buch ist das hier, das heißt Japanisch ohne Mühe von Asimil. Das hat ja eine interessante Herangehensweise. Nicht schlecht, muss ich sagen, aber mir hat es als Anfänger nicht wirklich gereicht. Das ist mir ein Auswendiglernen. Und zwar in diesem ersten Band geht es eigentlich nur darum zu verstehen, was die sagen. Und da gibt es noch einen zweiten Band, der sieht dann so aus. Den habe ich natürlich auch gekauft. Der ist um einiges dicker als der erste Band. Da geht es darum, selber zu sprechen. Allerdings bin ich durch den noch nicht mal durch. Ich habe auch jetzt neu angefangen mit dem Band, weil ich schon einiges wieder vergessen hatte. Und genau, der Band ist dann eben, um eher zu sprechen. Aber jetzt fangen wir erstmal mit dem ersten Band an. Ich werde euch so ein bisschen was zeigen. Also zuerst gibt es eine Einleitung in diesem Buch. Die sagt einiges so, wie spricht man das japanische L und R aus, wie, welche Schriftarten gibt es etc. pp., welche Vokale, wie macht man das alles und so weiter. Muss ich sagen, ist sehr gut, weil es einen Gesamtüberblick über die japanische Sprache gibt. Also einen Überblick natürlich erstmal, damit ihr überhaupt wisst, worum geht's eigentlich. So, und dann geht's nämlich auch schon los. Die erste Lektion sieht so aus, da ist immer ein kleines Bildchen mit dabei, das dann ganz lustig ist eigentlich. Und da seht ihr schon, es sind immer also so 1, 2, 3. Das sind so die Beispielsätze, auch so ein bisschen das eine sagt der eine eben, das andere sagt der zweite da und das dritte sagt dann wieder der erste. Und hier in dieser Geschichte geht es ein bisschen darum, dass sie sich beeilen sollen. Also Hayaku, hier seht ihr es, wie man es eigentlich schreibt, in Originaljapanisch, und das vorderste ist eines der schwierigsten Schriftzeichen, ein sogenanntes Kanji, das werde ich auch noch alles erklären, und darüber sind einfachere Silbenschriften geschrieben. Die Silbenschriften kann jeder Japaner lesen, da gibt es zwei, Hiragana und Katakana, und die Kanji, da kann es sein, weil da gibt es wahnsinnig viele, dass es Japaner gibt oder auch wie wir jetzt, die wir Japanisch lernen möchten und eventuell die Kanji noch nicht können, die es eben nicht können. Und deswegen stehen die einfacheren hier, ist es Hiragana, stehen drüber, damit man es lesen kann. Also dieses eine Kanji heißt Haya. Haya. Genau, und dann steht hier eben Hayaku, das heißt sowas wie schnell, beeil dich. Und dann drunter sagt der zweite, oh, ikimasho, sowas wie ich komme schon oder gehen wir, genau, so dieses Iku ist gehen, ikimasho, gehen wir und so weiter. Und darunter, unter diesen japanischen Zeichen, seht ihr die, also unsere Buchstaben, wie man das ausspricht. Also beim obersten steht dann drunter Hayaku. Und unten in Klammern ist, wie man es theoretisch ausspricht. Wobei ich sagen muss, es ist eigentlich verwirrender, wie wenn man einfach das Romaji, also die unsere Buchstaben hier, das die zweite Zeile liest. Ja, also das muss ich sagen, das finde ich an dem Buch nicht gut, weil erstens schreiben sie das R als L und das ist es auch nicht wirklich. Das japanische R wird nicht hinten gebildet, wie wir R,
sondern man legt die Zunge wie beim L an und sagt immer R, R. Nicht L, sondern R, 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 so. Und ich finde, man kann es nicht mit einem L schreiben, weil dann wäre es Lila, Lelo und das stimmt ja nicht. Es ist ja Rira, Rero. Rira, Rira. Genau. Also das muss ich sagen, das mag ich auch nicht besonders gern. Dann gibt es immer Anmerkungen dazu. Das sind die Zahlen hier hinten, damit man weiß, wozu die Anmerkung gehört. Da wird einfach gesagt, was Besonderheiten sind in Schrift, in was auch immer, Ausdruck und so weiter. Und so geht es praktisch immer weiter. Es gibt auch Übungen. Hier haben wir jetzt eine Übung, da muss man im Grunde übersetzen, dann muss man den Lückentext ausfüllen. Aber es stehen halt die Antworten direkt drunter. Das heißt, ja, es ist jetzt nicht sehr herausfordernd, weil der Blick ja doch einfach mal nach unten wandert. Genau, und dann kommt jetzt zweite Lektion eben wieder genauso. Ich muss sagen, man kann es mit dem Buch machen, wenn man so die dritte Zeile eben nicht unbedingt liest. Die finde ich nämlich sehr verwirrend und sehr doof, vor allem für Anfänger. Entschuldigt, ich bin ein bisschen erkältet. Genau, also es ist ein gutes Anfängerbuch, weil man, wie gesagt, die dritte Zeile da so ein bisschen weglässt, weil die einfach verwirrend ist. Hört euch auch viel Japanisch an, guckt japanische Animes, Filme, YouTube, was auch immer, um ein bisschen das Gehör zu kriegen, wie man die Sachen ausspricht. Weil nur zu lesen, finde ich, ist immer schwierig, das dann auch umzusetzen. So, und in Band 2, das ist ja die sogenannte Aktivphase dort, hier schwirrt eine Fliege umeinander, geht es im Grunde genauso. Nur, dass hier drunter nicht mehr die Aussprache steht, wie ihr seht. Die dritte Zeile fehlt, die mich so stört. Ist nur noch die erste und das sogenannte Romaji. Und, ja, das ist schon die 50. Lektion. Genau, und das wird dann hier übersetzt. Oder die Übersetzung beim Band 1 auch. Das habe ich euch, glaube ich, gar nicht gezeigt. Bleiben wir mal bei der, genau hier. Das ist dann die Übersetzung. Schnell, wohin gehen wir, bla bla bla. Gibt es also im zweiten Band wieder genauso. Auch wieder mit lustigem Bild. Und da gibt es wieder Anmerkungen dazu. Also im Grunde ist es genau das Gleiche. Es gibt auch Übungen. Also wie gesagt, im zweiten Band war ich noch nicht so. Das heißt Aktivphase, da muss man etwas mehr tun als im ersten. Im ersten wird man dazu aufgefordert, es vor allem zu verstehen. Genau, so viel auswendig lernen in diesem Buch. Ja, das war so meine Erfahrung mit Assimil Japanisch ohne Mühe. Wie gesagt, eigentlich ein ganz gutes Einsteigerbuch. Man muss es aber ein Stück weit mögen, die Art des Lernens. Es ist nämlich eine andere, als so die anderen Bücher einfach vermitteln. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es schlecht wäre. Genau. So, die nächsten Bücher. Ich habe leider noch sehr viele. Die folgen dann bald. Bis dann. Und mein erstes Video mit Japanisch lernen auch. Genau, aber das natürlich erst, wenn meine zwei Charaktere fertig sind. Okay, bis dann. Sayonara!